Der Panther war der Stolz der Littlefield-Sammlung. Vielleicht kennt ihr das Fahrzeug schon aus der Fernsehserie Tank Overhaul. Als die Sendung gedreht wurde, war die Restauration des Fahrzeugs aber noch nicht abgeschlossen. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich dieses Meisterwerk anzusehen. Das Fahrzeug selbst wurde fertiggestellt, kurz bevor Herr Littlefield an Krebs verstarb. Er konnte es noch fahren und es war der krönende Abschluss seiner Sammlung. Die Suche nach einem Ersatz für den Panzer 3 und 4 begann 1938. Die Instruktionen, die die Ingenieure durch das Inspektorat 6, die zuständige Abteilung für Anschaffungen, erhielten, waren sehr allgemein. Es hieß nur, baut etwas Besseres als die bisherigen Panzer und nicht über 20 Tonnen schwer. Daher hatten die Ingenieure freie Hand, neue Technologien zu entwickeln, die dann auch ihren Weg in den Panther fanden. Bis 1941 wurde jedoch klar, dass sie die 20 Tonnen überschreiten würden. Zu den Verbesserungen gehörte ein stärkeres Geschütz. Das größere Geschütz war nicht wirklich absolut notwendig, da auch das 5 cm 60 die T-34 durchschlagen konnte. Es war aber gut für die Moral. Guderian hat mal gesagt, wenn zumindest einige Geschütze einer Panzerabteilung stark genug sind, sich gegen KVs durchzusetzen, dann fühlen sich die Besatzungen sicherer. Diesen Effekt konnte man auch beim Sherman erkennen. Kriegsführung ist oft eine Frage des Willens, nicht nur des Tötens. Nicht selten ist der Krieg sogar primär eine psychologische Angelegenheit. So wurde der Panther geboren. Er hatte keinen sehr glücklichen Start. Die mangelnde Zuverlässigkeit war das größte Problem. Mit der Zeit wurde der Entwurf leicht angepasst. Das erste Modell, Ausführung D, wurde ersetzt durch Ausführung A bei Panther Nummer 831. Das Modell A installierte im Grunde einen komplett neuen Turm auf die weitgehend unveränderte Wanne des Modell D. Hinter mir steht ein Modell A. Wir werden wie gewohnt vorgehen. Zuerst außen, die Wanne und den Turm, dann innen, um zu sehen, womit die Besatzung spielen durfte. Vorne am Panzer sehen wir, woher der Ruf der guten Panzerung kommt. 8 cm oben, 6 unten. Obwohl, als die Panther A in Produktion gingen, waren sie schon nicht mehr oberflächengehärtet. Details? Nur noch ein Scheinwerfer im Gegensatz zu zweien bei den früheren Versionen. Man sieht den vorderen Teil der Wannenseitenplatte 4 cm dick. Man sieht auch die Öse für den Abschleppmechanismus. Um den Gabelkopf oder was auch immer man befestigen wollte anzubringen, musste man die vorderen Schutzbleche entfernen. Oben sind Flügelmuttern. Das ist ganz praktisch. Leider haben wir hier unten normale Schrauben. Sobald dies hier entfernt ist, kann man Abschlepphaken oder Schlepptaue oder Ähnliches anbringen. Etwas weiter innen haben wir die Sichtklappe des Fahrers. Diese wurde später entfernt, aber bei diesem Modell war sie offensichtlich noch vorhanden. Frühe Panther hatten eine Maschinengewehröffnung im Briefkastenformat. Auf halbem Weg zur Serie A wurde dies gegen die gewohntere Kugelblende ausgetauscht. Da die Kugelblende eine eigene Zieloptik besitzt, konnten sie eins der Periskope des Funkers entfernen. Abgesehen davon gehen wir jetzt weiter zur rechten Seite und schauen uns die Aufhängung an. Gehen wir zuerst runter zum Fahrgestell und fangen mit den schön breiten Ketten an. 66 cm breit genau genommen. Es gibt 86 Gelenke pro Seite. Es gibt eine Umlenk- oder Stützrolle am Panzer. Man übersieht sie leicht. Sie befindet sich direkt hinter dem Kettenzahnrad hier. Soweit ich sehen kann, ist ihre Hauptfunktion, zu verhindern, dass die Kette sich zusammenklappt, wenn der Panzer in den Rückwärtsgang wechselt. Bei Vorwärtsbewegung scheint sie nicht benötigt zu werden, aber vielleicht hilft sie, die Kette auf die Zähne zu führen. Die Rollen. 16 Laufrollen pro Seite, überlappend. Dies ist ein Beispiel für einen Traum eines Ingenieurs und den Albtraum eines Panzerfahrers. In der Theorie ist es einfach. Um das Gewicht des Panzers auf viele Achsen zu verteilen, muss man so viele Räder haben wie möglich. Damit wird der Druck pro Punkt reduziert. Um den Panzer leichter lenken zu können und kurz zu halten, muss man die Kontaktfläche mit dem Boden reduzieren. Und damit er leichter über Unebenheiten rollt, braucht man schön große Rollen.
Nun, es gibt nur eine Möglichkeit, große Rollen auf einer kurzen Kontaktfläche anzubringen, indem man sie überlappend anordnet. Daher das Design. Und es funktionierte. Technisch gesehen ist es fantastisch. Wenn man den Panther über die Hubbel der Teststrecke rollen sieht, das ist wunderschön. Das Problem entsteht aus Sicht des Endanwenders. Problem 1. Sagen wir, man will diese Laufrolle hier ersetzen. Um daran zu kommen, muss man diese hier abmontieren, die beiden Rollen hier und die beiden auf der Achse dahinter. Und da das alles Ketten ohne Halterung sind, braucht man immer ein paar starke Jungs mit Panzerstangen, die die Kette heben, um an die Rollen zu kommen. Zweitens, obwohl ich es noch nicht selbst gesehen habe, die Erklärung aber einleuchtet. Wenn die Rollen so eng beisammen liegen, setzt sich leicht Schlamm fest. Sagen wir, es ist eine kalte Winternacht. Der Schlamm friert zwischen den Rollen. Wenn man am nächsten Morgen aufwacht, muss man den Schlamm erst abschmelzen oder mit dem Brecheisen abbrechen. Natürlich braucht man enorm viel Schlamm, um einen Panzer im niedrigen Gang lahmzulegen. Aber es ist nicht komplett undenkbar. Bei den Drehgestellen wurden die inneren Rollen primär für die Hornführung verwendet. Zwei Führungen pro Kettenglied. Die Laufrollen sind auf Armen angebracht, die an einer doppelten Torsionsfederung befestigt sind. Auf dieser Seite haben wir alle nachlaufende Arme, auf der linken Seite hatten alle Laufrollen führende Arme. Vermutlich, um die Produktion zu erleichtern. Ich kann mich an keinen Panzer nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern, der dieses Design nutzte. An der russischen Front gingen Panther verloren, weil 14,5 mm Geschosse die 4 cm Seitenpanzerung der unteren Wanne durchschlugen. Daher wurde ein Programm eingeleitet, einen neuen, stabileren Panzer zu entwickeln, den Panther II. Dann hatte aber jemand die gute Idee, einfach weiche Stahlschürzen an den Seiten der Wanne anzubringen. Sie probierten es gegen 14,5 mm Gewehre und gegen HE-Granaten. Es war gegen diese Waffen sehr effektiv. Diese Vorrichtung wurde aber entgegen einem beliebten Irrglauben nicht entworfen oder getestet, um Hohlladungsgeschossen zu widerstehen. Als Ergebnis schützten die Schürze die obere Wanne, die Laufrollen schützten die untere Wanne. Somit brauchte man keinen Panther II mehr zu produzieren. Es war deutlich einfacher, die Schürze an den Seiten anzubringen. Der Panther I blieb in Produktion. Wenn die Schürze nicht funktioniert hätte, wäre der Panther II in Produktion gegangen. Die obere Seite der Wanne ist auch 4 cm dick, allerdings angewinkelt. Es gibt hier Bergungswerkzeug, Seitenschneider, Feuerlöscher, einen großen Holzblock, auf den man den Wagenheber stellt, damit er nicht zu tief in den Boden einsinkt, Vorschlaghammer und natürlich hinten am Fahrzeug die Ersatzkettenglieder. Kommen wir zum Heck des Fahrzeugs. Außen haben wir zwei sehr große Staukästen, gesichert durch das Standardvorhängeschloss der deutschen Armee. Man sieht diese Art Schlüssel bei den verschiedensten Fahrzeugen und Schlössern aus dem Zweiten Weltkrieg. Etwas weiter innen sieht man eine Markierungsleuchte für Konvois und zwei Abgasrohre. Bei manchen Panthern sieht man noch zwei weitere Rohre. Das sind aber Kühlauslässe für den Auspuffkrümmer. Weiter unten gibt es diverse Zugangsklappen. Hier den Wagenheber, mit dem man die Laufrollen wechselt. Soweit ich sagen kann, sind die äußeren Zugangsklappen zum Spannen der Ketten. Denn der Spanner ist wie gesehen auf einem Umlenkhebel und bewegt sich wie erwartet nach innen und außen. Ich habe aber keine Ahnung, von wo man ihn spannt. Und das Handbuch verrät es auch nicht. Ich gehe davon aus, man führt ein Werkzeug ein, vielleicht eine Schnecke wie beim T-34. Schließlich kann man hier außen gut sehen, wie dick die Seitenplatten sind. 4 cm sowohl für die vertikalen als auch schrägen Seiten. Diese Platten sind durchgehend, von vorne bis hinten. Diese Ösen hier befinden sich also auf derselben Metallplatte wie die Ösen, die wir vorne gesehen haben. Die ringförmigen Abdeckungen führen zum Motorraum mit dem Maybach HL 230 P30. Mal sehen, ob wir es aufbekommen. Oh mein Gott, ist das schwer. Immer aus den Beinen heben, nicht den Rücken belasten. Das ist echt schwer. Seht euch das mal an.
Wir haben hier einen 23 Liter V12 mit Wasserkühlung, leistet gut 700 PS bei 3000 Umdrehungen pro Minute. Wegen häufigen Problemen wurde ein Drehzahlregler installiert, der auf 2500 Umdrehungen pro Minute beschränkt war. Also ging er nie wirklich so hoch. Trotzdem erreichte er achtbare 55 Stundenkilometer. Vor Installieren des Drehzahlreglers. Etwa 47 Stundenkilometer danach. Flüssigkeitstanks. 170 Liter Wasser. 25 Liter Motoröl. 730 Liter Treibstoff, davon 130 Liter in der Reserve. Der Motor verbrauchte etwa 3,5 Liter pro Kilometer. So viel dazu. Machen wir ihn wieder zu und gehen wir weiter. Ansonsten auf dem hinteren Deck. Füllstutzen, Treibstoff rechts hinten, Wasser links hinten. Zwei charakteristische Lüfter. Interessanterweise sind sie nicht baugleich. Dieser ist in Spiralform, dieser in Strahlform. Es war nicht ungewöhnlich, dass Panther mit beiden Arten gemischt hergestellt wurden. Luft wurde durch die Einlässe an beiden Seiten der Lüfter eingesogen. Gehen wir jetzt zum Turm. An der Turmrückseite ist die Luke des Ladeschützen. Das war eigentlich nicht der Hauptweg, um in das Fahrzeug zu gelangen. Es gab keinen Griff zum Festhalten. Es war eher eine Notluke oder ein Zugang, um Munition in das Fahrzeug zu laden, ohne sie von oben in den Turm heben zu müssen. Das Ausziehsystem ist eher kompliziert. Es rastet aber ein. Irgendwann. An der Seite wird sie dann festgehalten. Während ich schon mal hier bin, nutze ich die Gelegenheit, über das Zimmerit zu sprechen. Dies ist Paste gegen Magnetminen. Die exakte Zusammensetzung weiß ich nicht mehr. Es ist eine Art Gemisch aus Beton, Zink und einigen anderen Stoffen. Kombiniert mit der rauen Struktur hielten Magnetminen nur noch sehr schwer am Fahrzeug. Wie sich herausstellte, waren aber die einzigen in Europa, die Magnetminen nutzen, die Deutschen selbst. Also war dies ein unnötiger Schutz. Dazu gab es dann noch Berichte, dass diese Paste eine Brandgefahr darstellen könnte. Im September 1944 beschlossen die Deutschen daher, dass es sich nicht mehr lohnte, Zimmerit auf die Fahrzeuge anzubringen. Daher wurde das eingestellt. Was ich hier noch erwähnen will, ist das Farbschema. Die meisten Panther kamen dunkelgelb aus der Fabrik. Braun und grün wurden von den Einheiten im Feld angebracht. Im September 1944 wurde diese Praxis eingestellt. Die Panzer wurden einfach mit der roten Oxidgrundierung ausgeliefert und die Einheiten im Feld brachten alle drei Farben nach Belieben an, sobald das Fahrzeug eintraf. Das Dach des Turms ist recht karg. Als erstes bemerkt man, dass die Luke des Ladeschützen fehlt. Er hat eigentlich nur die Luke hinten. Dies hier ist der Granatwerfer zur Selbstverteidigung. Er wurde als Ersatz für die Pistolenschlitze installiert, die in früheren Versionen des Fahrzeugs an den Seiten angebracht waren. Nach vorne haben wir das Periskop des Ladeschützen. Nur hierdurch konnte er sehen, was draußen vor sich geht. Man sieht, dass es etwas zur Seite steht, was auch sinnvoll ist, weil ja der Richtschütze nach vorne blickt, wo sein Visier angebracht ist. Und schließlich haben wir vorne noch den Lüfter für das Belüftungssystem des Turms. Als nächstes werden wir in die Kuppel einsteigen und uns ansehen, wie es innen aussieht.